Das ist nullgerecht. Die eine Seite der Welt schmeißt Lebensmittel weg und die andere weiß nicht, wie sie den nächsten Tag überstehen soll. Hi, ich bin Tom. Janine. Jasmin. Markus Thomsen. Was glaubst du, welches Gewicht haben die Lebensmittel, die jährlich in Deutschland im Müll landen? 500 Kilo? Weiß ich nicht, 5000 Tonnen. Bin ich ganz falsch, wenn ich sage 500.000 Tonnen oder so ist es? 11 Millionen Tonnen. Ui, damit habe ich nicht gerechnet. Oh. Wie viel Prozent der Lebensmittel werden schon vor der Ernte aussortiert, weil sie nicht den Vorgaben bzw. unseren Vorstellungen entsprechen? Ich sag mal 7%. 10, 15% vielleicht? 20%? 50%. Ach doch, so viel? Okay. Das ist echt bitter, ne? Was glauben Sie, wie viel Wasser wird für die Herstellung von einem Kilo Röstkaffee verbraucht, von der Pflanze bis zum gemahlenen Kaffee am Ende? 270 bis 300 Liter. 100, 200 Liter. 50 Liter. 18.000 Liter. Nein, für ein Kilo Kaffee. Okay, das hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht. Krass, ne? Aber ich liebe Kaffee. Was denkst du? Wenn du das so hörst. Finde ich sehr erschreckend. Wirklich erschreckend. Wir haben jetzt einen kleinen Film vorbereitet. Da ist so ein Play-Button. Große Mengen unserer Lebensmittel wandern in den Müll. Einfach so. Allein in Deutschland geschätzte 11 Millionen Tonnen jedes Jahr. Und vieles davon könnte man noch essen. Ebenso wie 500.000 Tonnen Brot im Jahr. Davon könnte ganz Niedersachsen satt werden. Doch statt im Magen landet das Brot auf der Halde. Kürzlich wurden Bananen angeliefert. Meine Nachbarn in Kamerun, eine fünfköpfige Familie, sie können sich noch nicht einmal ein paar Bananen leisten. So teuer sind sie. Und hier schmeißt man sie einfach weg. So eine unglaubliche Verschwendung. Es tut mir weh, aber ich habe keine Wahl. Oh, das ist krass, ne? Traurig, ja. Das ist nullgerecht. Die eine Seite der Welt schmeißt Lebensmittel weg und die andere weiß nicht, wie sie den nächsten Tag überstehen soll. Unnötig. Es ist einfach unnötig, ne? Kann ich was daran ändern? Ja. Einfach mal, bevor man losgeht, einzukaufen, Kühlschrank auf, einmal reinschauen. Kann ich das, was da noch drin ist, eigentlich zu einer Mahlzeit verwerten? Und in den meisten Fällen sind es ja mehr als eine Mahlzeit, die da noch drin sind. Ne? Man kann natürlich auf viele Sachen auch einfach verzichten. Gut, ich nehme eine Liste. Sobald ich irgendwas wirklich nicht mehr im Hause habe, schreibe ich es auf. Ich kaufe mal mit einem Beutel ein und ich kaufe auch immer nur so ein, dass nur der eine Beutel voll ist, weil ich dann zu neige, zu viel zu kaufen. Also ich habe auch so eine App, wo man dann zum Beispiel die Lebensmittel dann abholen kann, hier Too Good To Go. Wenn jemand irgendwie noch was übrig hat, stellt es einfach ins Treppenhaus, steht ein Zettel bei, ja, nehmt euch, was ihr wollt. Ich fahre in Urlaub und dann nimmt man sich halt, was man will. Und wenn man selber irgendwie noch was hat, legt man es dazu und das geht ganz gut. Ich finde es eben toll, dass es so innovative Unternehmen gibt, die jetzt sich echt darum kümmern, bei Bäckern das Brot abholen und zum Beispiel Bier damit brauen. Ja? Naja, auf alle Fälle sollte man nicht unbedingt es gleich wegtun, sondern erstmal prüfen im Einzelfall, was für ein Lebensmittel es ist und ob es eventuell nicht doch noch haltbar ist. Also ich persönlich probiere es dann beim geplanten Verzehr. Also ich habe vor kurzem einen abgelaufenen Sojajoghurt gegessen. Der war 6 Monate abgelaufen und der hat genauso geschmeckt wie der neue. Also kein Unterschied.